Hey und willkommen, ich bin der Justin und ich begrüße euch zu einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar hier für Counter-Strike. Wie man sehen kann, hat sich da einiges getan. Ich bin übrigens jetzt das erste Mal jetzt hier drin. Glaube ich, irgendwas, was man unter den Audi-Einstellungen. Übrigens, ich habe ja Musik-Kit. Absolut scheiße. Nee, also ich bin ich bin gestern wieder angekommen, also gestern Abend halt. Das heißt, es ist, ja, beziehungsweise ich bin heute Morgen angekommen, kann man sagen. Ich bin um 2 Uhr angekommen. Und es ist jetzt der 21.06.2018 um 9 Uhr. Genau, 9 Uhr steht da unten. So, ich habe erstmal direkt das CSGO geupdatet, weil ich habe ja diese Beta-Version und so etc. Aber irgendwo kann man doch noch Lautstärke nach dem Tod. Nicht cool. Wir gucken uns jetzt erstmal das komplette Update an. Also wir haben hier einmal hier das komplette Update hier, ne, auch mit den Pins und ETCs. Hier rechts, was ich sehr, sehr cool finde, da würde ich erstmal gleich hier direkt reinmachen. Wingman, achso, kann man jetzt auch anzeigen lassen, das ist cool. Also hier hat man erstmal rechts, hat man seine Stats, in Klammern, Dingenskirchens hier, wie heißt's? Seine Achievement und ETC. Dann den halt noch den normalen Level-Rang und den Matchmaking-Rank sowie Wingman Skill Group. Dann hat man hier immer noch diese ganzen Gruppen und so etc. Aber was? Ja gut, kommt hin, weil keiner gegen 9 Uhr morgens online ist. Oh. So, wir können in den Inventar gehen. Oh ja, lädt ein bisschen länger. Ich habe gehört, dass es am hier auf dem Behälter. Der droppt jetzt erstmal hier rein und dann irgendwie schiebt sich der Schlüssel dann hier rein. Ich will jetzt keinen für 2 Euro kaufen. Weitere Informationen könnt ihr auf Tulux sein Video gucken. StatTrak wird jetzt hier mit gekennzeichnet, glaube ich. Oder nee, das ist CT und T. Das ist ganz cool. Auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal was suchen sollte. Share Item. Zum Beispiel meine AK-47. Man kann es jetzt auch so untersuchen, das ist auch voll cool, finde ich. Ja gut, jetzt sieht man hier wirklich, dass da ein paar Scratches sind. Dann möchte ich mal gerne meinen Knie haben. Huntsman. Nee, heißt es. Wie heißt denn das jetzt nochmal? Ah, nicht Huntsman, sondern... Ach, Aschalom, Alter. Aktmesser. Die kann man, soweit ich gehört habe, komplett drehen. Das ist absolut sick. Also das Update gefällt mir richtig. Ich glaube, das heißt Panorama oder so. Watch your Tournaments, da kannst du direkt deine... deine Sachen angucken. Das war ja, glaube ich, das Spiel, als wir gegen die... gespielt haben, oder war das die hier, Nuke? Ja, das war Nuke. Der hier, die beiden waren... Also der war Global, der war Supreme. Ja. Hier eure Overwatch. Ich habe übrigens gerade ein Dingens bekommen. Hier Beweismaterial laden und dann Overwatch angucken. Ja, dann gibt es hier noch, wie gesagt, das Menü. UI-Taste. Keine Ahnung warum. Und ich habe mitbekommen, dass man... Warte mal. Wenn ich jetzt hier gehe und dann Ausrüstungsplatz anzeigen. War es nicht? War das doch hier drunter? Und dann zum Beispiel hier die AWP, wo haben wir denn die? Ach, können wir genau einfach suchen. AWP. Aufkleber abkratzen. Was haben die? Da gucken wir auch gleich mal rein hier. Ausrüstung, Vertrag, Inspect Player Model. Genau. Jetzt kann man hier nämlich auswählen, ob man ne, so, so oder so sein möchte. Ich finde der hier, oder generell der hier, sieht so geil aus, den machen wir direkt hier mal rein. Jetzt haben wir das hier vorne, das ist echt, echt Zucker, Alter. Das ist echt schon krank. Genau, Aufwertungsvertrag haben wir jetzt zwar, glaube ich, nicht so viele, wir können, glaube ich, auch mal auf Aufwerten gehen. Das ist absolut eklig so, wenn die das so machen. Finde ich meinerseits echt scheiße, da hätte man den Contract-Vertrag ruhig lassen können. Wir gucken uns jetzt einmal, Matchmaking geht ja glaube ich nicht, oder? Matchmaking konnte nicht gestartet werden. Der Klienten-Beta-Version, ja, ja, genau. Boah, Alter, das ist aber ganz schön viel Wumm, Alter. Hier unten kann man übrigens nur Prime-Spiele anmachen.
Dann gucken wir mal Public mit Bots. Oh. Muss ja sagen, die Animationen, die gefallen mir. Auch jetzt hier unten das Ladebild. Haben sie A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, 1 bis 17. Okay. Das ist so ein Krumm. Ah! Ich muss übersprechen. Oh, schön. Warte mal kurz, da muss ich kurz übersprechen. So, hier haben wir einmal hier. Oh la la, Chica. Ich brauch mal kurz meine Audio. Ich hab doch Musik ausgestellt. Leute, ich muss mal kurz. Lautstärke des Sprachchats. Wo kann ich denn hier diese Scheiß Lautstärke ausmachen? Ist auch cool, dass es jetzt so angezeigt wird. Also es hat sich irgendwie vom Spielen her. Oh mein Gott. Irgendwie spiele ich auch gerade nicht auf 16:9. Auf 4:3, sondern auf 16:9. Ich finde es cool, dass es jetzt oben angezeigt wird. Das ist echt cool. Es sieht eher aus gerade wie Black Ops. Das können wir mal kurz umstellen auf 4:3. Meine Lieben. 1200 mal so. Änderung übernehmen. Ob es dann auch noch genauso geil ausschaut, weiß ich auch nicht. Ich gehe mal von aus nicht. Go, go, go. Doch, sieht trotzdem noch genauso gut aus. Und ich finde auch, dass das Radar da oben nicht zu übertrieben ist. Also es lässt sich auf jeden Fall. Oh, haben die auch unten die Anzeige geändert? Bin ich. Oh, Alter. Okay, ich wurde vom Bot geholt, egal. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr anspruchsvoll aus. Oben haben sie es auch geändert. Finde ich cool, dass sie es so gemacht haben. Also endlich ist mal CSGO in 2018 angekommen, oder? Kann man das so nennen? Ich glaube schon. Also es kommt mir auf jeden Fall sehr, sehr flüssig vor. Ja. Also sehr, sehr flüssig und auch die Anzeige sieht richtig sick aus. Wir wollten uns das Kaufmenü mal angucken. Oh, Alter, es ist nicht am Laggen. Sonst hast du immer so gehabt, so ein Lag-Teil, so, dass es immer rechts und links irgendwie geleckt hat. Aber jetzt, wir gehen im Kaufmenü. Es ist instant da. Das ist gut. Also ich finde das, ich finde die Hinweis. Oh, okay. Ich finde es auch jetzt nicht so übertrieben, also es ist alles sehr, sehr schick gemacht, muss ich sagen. Kann das sein, dass der Mollo irgendwie länger brennt? Also es sieht auf jeden Fall besser aus, alles anderes. Er ist rausgejumpt und blendet jetzt auf A. Oh! Alter, Bomb-Diffusen sieht ja auch sick aus jetzt. Oh mein Gott. Das finde ich cool. Also ich muss sagen, Leute, da hat CSGO echt was Gutes gemacht. Hier können wir direkt hier rausgehen. Return. Da. Bestätigung abstimmen. Da. Zurück zum Hauptmenü. Oh, geil. Ich finde das sowas, sowas ist richtig sick. Also Leute, schreibt mir eure Kommentare. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Auf jeden Fall sieht das hier mega geil aus. Ja gut, jetzt bei 4:3 sieht das hier ein bisschen beengt aus. Vielleicht kann man das auch noch irgendwie anpassen, ich weiß es nicht. Vielleicht in irgendwie Spieleinstellungen nicht, sondern irgendwie hier HUD anpassen oder so eine Art. Kein Plan. Muss mir auf jeden Fall nochmal alles durchaus angucken. Ja, wie gesagt, muss man sich angucken. Ich finde das Update super nice. Wie findet ihr es? Gut, dann würde ich sagen, wenn es so weit es war, lade ich das noch am Donnerstag direkt hoch. Also heute.
Vielleicht kommst du gegen 15, 13 Uhr oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Haut rein, bis zum nächsten Mal, mach's gut und tschö mit Ö.